nicht schön, mein Garten? Na, einige werden sagen, ein bisschen ungepflegt. Aber ich find's gerade schön, wenn die Blumen alle da wachsen, wo sie wollen. Na, und am liebsten habe ich natürlich die hier, den Löwenzahn. Moment mal, wieso? Der Wind kommt doch von da, da müssen doch die Schirmchen nach da. Oder kommt der Wind jetzt von da? Neugierig, hartnäckig und unzähligen Fragen auf der Spur. So schätzten nicht nur Kinder Peter Lustig. Ganze Generationen sind mit ihm groß geworden. Immer wieder verblüffte er mit wissenswerten und kuriosen Geschichten aus Natur, Umwelt und Technik. Meine neueste Erfindung, ein Nachtigallophon. Oder einfach ausgedrückt, ein Ohrenverstärker zum Aufspüren kleiner Geräusche. Geboren wurde Peter Lustig 1937 in Breslau. Nach dem Krieg zog ihn die Arbeit nach Berlin. Er machte zunächst eine Lehre zum Rundfunkmechaniker, danach ein Studium zum Elektroingenieur. Und er fing an, Kinder- und Technikbücher zu schreiben. Bevor Peter Lustig zum Fernsehen kam, arbeitete er beim Radio. Der Schritt vor die Kamera war eher ein Zufall. Ich war Tonmeister beim Film, also hinter der Kamera zuerst. Ja, dann hat es sich per Zufall so ergeben, dass mal ein Regisseur sagte, das will ich nie vergessen, wenn man diesem Tonmeister da ein rohes Ei auf die Glatze knallt, das müsste komisch aussehen. Lass uns doch mal machen. Eines Tages, wir hatten gerade mal wieder in Berlin einen kleinen Film produziert, hatten wir noch eine Resterolle. 10 Minuten unbelichtetes Material. Und wir drehten gerade in einer Kommune in Kreuzberg. Und ich sagte, Peter, komm, pass auf, wir nehmen jetzt diese Rolle, das sind 10 Minuten, und machen einen Kurzfilm mit dir in der Hauptrolle. Und als ich dann nach Köln fuhr, habe ich dem damaligen Chef der Sendung mit der Maus auch diese 10 Minuten gezeigt. Und er sagte, den Mann will ich haben. Seinen ersten Auftritt hatte Lustig dann auch in der Sendung mit der Maus. Das ist unsere Ersatztürklingel. Es gibt Sachen. Als Moderator arbeitete er erstmalig beim Bayerischen Rundfunk in der Wolpertinger Wochenschau, eine Art Komik- und Satire-Sendung für Erwachsene. Das Konzept hatte Peter Lustig selbst mit ausgedacht. Hier legte er quasi den Grundstein für seine spätere Fernsehlaufbahn. 1978 holte man ihn schließlich zum ZDF. Ein Glücksfall, wie sich noch zeigen sollte. 1, 2, 3. Pusteblume. Aus Pusteblume entwickelte sich 1980 Löwenzahn. Von nun an lebte der Hobbywissenschaftler mit Latzhose und Nickelbrille in einem blauen Bauwagen, Tür an Tür mit unverbesserlichen Nachbarn. Ach, der Herr Paschulke, was gibt's? Also diese Maschine, die Sie da gebaut haben, Herr Lustig, die macht mich wahnsinnig. Die Erfindungen in der Serie stammten größtenteils von Peter Lustig selbst, so wie Klaus Dieter. Ja, das stimmt. Ja, jetzt kannst du langsam wieder. Kreativ werden, wissbegierig sein und kritisch nachfragen. Das wollte er gerne in der Serie weitergeben. Letztlich gibt es für die Menschheit nur ein einziges Übel: die Unwissenheit. Lustigs besonderes Talent? Er konnte komplizierte Sachverhalte so vereinfachen und darstellen, dass sie jeder verstehen konnte. Dabei war er nie bloß Erklärender, sondern wollte immer auch selber wissen, wie die Dinge funktionieren. Wird immer dicker da und muss ja irgendwo hin. Ja. Sie fließt auch, nämlich dann nach Süden zum Äquator, um sich da aufzuwärmen. Also wird es immer einen schönen Wind geben von Nord nach Süd. Und der wird ja Wolken mitnehmen und dann wird das Ganze doch so aussehen. Immer ein schöner Nordwind, so. Ja. Hier so runter. Nee, so wird es nicht aussehen. So sehen ja die Wolken nicht aus, abends auf der Satellitenwetterkarte. Nicht? Da sind doch die Wolken immer so kringelig. Ne? Es gibt immer Spiralen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Erde sich dreht. Ja, die Erde dreht sich ja so herum. Und jetzt mache ich mal den Wind, den Nordwind, der von oben kommt. Na, habt ihr gesehen? Das gibt so. Immer wenn er etwas verstanden hatte, war es sein innerlicher Drang, diese Erkenntnis weiterzugeben. Eine Herausforderung, die ihm gelang. Und das nicht nur bei der jungen Zielgruppe. Auch Erwachsene verfolgten die Geschichten des einfallsreichen Tüftlers. In 25 Jahren erreichte Löwenzahn Kultcharakter. Seinen Erfolg erklärte Lustig sich. Gar nicht, ich kann mir das nicht erklären. Ich mache jedenfalls immer weiter, so wie ich es schon immer gemacht habe.
Ich glaube, die Kinder merken halt, dass ich ihnen da nichts vormachen will. Oder dass ich selber so viel Spaß dran habe. Und wer zugucken will, guckt zu. Und wer nicht, der nicht, das macht nichts. Ich will ja nichts verkaufen. Den hier werde ich jetzt hier drüber stülpen. Peter Fritz Willi Lustig, wie er mit vollem Namen hieß, war kein Schauspieler. Und er wollte es auch niemals sein. Ich sehe mich nicht so sehr als Rolle. Natürlich heißt es, Lustig gibt den Lustig, ne? Als Schauspieler. Aber da ich das ja nie gelernt habe, Schauspieler zu sein, muss ich eben immer bei allem, was ich tue oder drehe, mich fragen, wer bist du? Was willst du jetzt machen? Und meistens klappt es, dass ich das dann auch, dass mir rechtzeitig was einfällt und dass ich hinterher ein gutes Gefühl habe und sage, ja, so hätte ich es auch im normalen Leben gemacht, so mache ich es auch vor der Kamera. Ist egal, ob eine Kamera läuft oder nicht. Mehr als 10 Jahre lebte Peter Lustig zurückgezogen auf Mallorca. Er genoss die weitläufige Ruhe und die Idylle der entlegenen Teile dieser Insellandschaft, fernab des Touristentrubels. 2001 zog er mit seiner dritten Frau, 3 Kindern und mehreren Haustieren nach Husum. Ein Asket oder Öko war Lustig jedoch nie. Ein bisschen Luxus, gutes Essen und edler Rotwein gehörten zu seinem Lebensstil. Und das Lesen von Sachbüchern, besonders von Physikbüchern. In der Ruhe entfaltete der zurückhaltende Protagonist seine Ideen. Der Rummel um seine Person erstaunte ihn immer wieder. Wenn die Leute, die Fernsehzuschauer, die Sendung gerne sehen, das freut mich. Aber wer da nun dahinter steckt, was der tut und wie der ist, das ist doch eigentlich nicht so interessant, finde ich. Ne? Also außerdem ist für euch ein ganz normales, langweiliges Leben, ne? Also nichts Besonderes. Und deshalb, tja. Peter wollte nie prominent sein, das hat ihn nicht interessiert. Es war ihm eher unangenehm, auf der Straße oder beim Einkaufen erkannt zu werden. Nur einmal, da hat ihm die Prominenz genutzt und das hat ihm dann doch auch gefallen. Er war auf dem Weg von Berlin nach Friesland, musste tanken und stellte an der Kasse fest, die Brieftasche. Ich habe die Brieftasche vergessen. Es kam eine Mutter mit Kind, die riefen schon an der Tür, oh, der Peter Lustig. Und die Mutter sagte, Sie haben uns schon so viel gegeben, ich bezahle das jetzt mal für Sie. Während der Dreharbeiten wohnte Lustig in Berlin. Denn rund um Berlin wird Löwenzahn produziert. Es gab aber auch schwere Zeiten. Eine Krebserkrankung überschattete sein Schaffen. Doch Lustig überstand zahlreiche Operationen und besiegte letztendlich die heimtückische Krankheit. Die Berliner Produktionsfirma und das ZDF standen ihm immer vertrauensvoll zur Seite. Schon kurze Zeit später stand der willensstarke Darsteller wieder vor der Kamera. Schneckenpause muss sein. Hektik gab es mit Peter Lustig nicht. Besonnenheit und Liebe zum Detail prägten seine Arbeit. Jeder Löwenzahn-Dreh ist was ganz Besonderes. Also diese 2 Monate im Jahr unterscheiden sich völlig von dem normalen Dreh, den man so macht für Fernsehspiel oder sonstige Sachen. Weil eben Peter auch, sag mal, den Rhythmus und das Tempo der Produktion sehr bestimmt. Es ist seine Ruhe, seine Bedächtigkeit, seine Präzision, sein darauf achten, dass die Sachen auch wirklich stimmen. Wir beginnen meistens damit, dass wir uns in der Ecke setzen, die Regie lässt uns in Ruhe und wir gucken uns erstmal den Dialog an und da stellen wir dann schon fest, was uns aus dem Maul fällt und was uns nicht aus dem Maul fällt und was wir uns noch lustiger zurechtlegen können und so. Damit beginnt eigentlich der Drehtag. Und dann gehen wir erst ins Set und dann sind wir fit und dann geht es auch meistens ziemlich schnell. Das ist auch das Besondere am Dreh mit Peter. Weil Peter nun auch, wenn Peter dann irgendwann gesagt, mein Futon ruft, dann ist eben Drehschluss. Fast beiläufig wirkte er an weiteren ZDF-Produktionen mit. Zum Beispiel als Sprecher in Raumschiff Erde oder als Moderator von Mittendrin, einer Kinderreihe, in der er als Naturforscher stets inmitten des Geschehens anzutreffen war. Ja, auch hier, mittendrin im Apfelbaum. Willkommen bei Mittendrin. Ja. Lustig schrieb viele Drehbücher selbst. Er feilte an jeder Formulierung. Präzise und verständlich musste sie sein. Immer mit einer Prise Humor. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Im Alter von 67 Jahren entschloss er sich, deutlich kürzer zu treten. 2005 machte Lustig daher Schluss vor der Kamera, nach über 30 Jahren. Und das Beste ist,
Er ist umsonst. Ein Vierteljahrhundert davon als Hauptdarsteller bei Löwenzahn. Zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen wie der Goldene Spatz oder ein Silberner Grimme-Preis zeigen, wie hoch sein Schaffen geschätzt wurde. Auch unter Wissenschaftlern war seine Arbeit anerkannt. 2001 erhielt er die Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Musik. 2007 wurde Peter Lustig sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet für seinen Beitrag zur Allgemeinbildung. Und sehen Sie sich eigentlich nach dem Bauwagen jetzt? Ja, ein bisschen schon. Das war ja meine zweite Heimat sozusagen, nicht? Lange Jahre. Ja, aber ja. Jetzt wohnt halt ein anderer drin und der hat sich ja anders bequem gemacht. Das ist in Ordnung. Finden Sie auch okay? Das finde ich okay, sicherlich. Na, ab und zu hat man mal so ein kleines Heimweh, nicht? Zu seinem 70. Geburtstag holte Löwenzahn ihn noch einmal zurück. Mein guter alter Bauwagen. Die Stuhltreppe ist ja auch noch da. Klar, die war doch noch prima in Schuss. Ja. Keks, komm doch mal, wir haben Besuch. Keks? Ach, du bist das. Hallo, Keks. Ach, meine Maschine. Also, das ist ja wunderbar, dass ich Sie hier noch mal wiedersehe, Herr Lustig. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das nächste Mal rufen Sie vorher an. Dann besorge ich uns ein schönes Stück Sahnetorte. Das nächste Mal. Ich glaube, diese Zeitreise wird einmalig bleiben. Sie haben sich übrigens überhaupt nicht verändert, Herr Lustig. Sie auch nicht, Herr Verschulke. Ja, dann schönen Dank und tschüss. Ich danke Ihnen und tschüss. Es war vor allem seine unstillbare Neugier, die ihn bis ins hohe Alter hinein antrieb, zu forschen und zu rätseln. Ich bin ein Glückspilz, sagte er einmal. Ich darf alles tun, was ich schon als Kind tun wollte. Keks, wo bist du denn? Ja, na? Ja, das war ja eine einmalige Zeitreise, was? Tja, und die ist jetzt zu Ende. Ihr könntet also ruhig abschalten. Tschüss.